Die Ärzte haben das Ziel, Leben zu retten. Nicht so die Palliativmediziner. Sie begleiten unheilbare kranke Menschen in den Tod und werden dabei mit ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Der Film Ich sehe dich des Uniklinikum Düsseldorf führt diese Schmerzen vor Augen. Der Film ist eine Reflexion für Studenten, Ärzte, Patienten und Angehörige. Palliativmedizin behandelt Menschen, die mit einer lebensverkürzenden und nicht heilbaren Erkrankung konfrontiert sind. Das kann die Betroffenen belasten. Neben der körperlichen Symptomenebene müssen auch Belastungen auf der psychischen, sozialen und spirituellen Ebene als leidensrelevant angesehen werden. Wir sind jetzt da. Ich bin auch an der Seite ausstellen. So, nicht erschreckt, das wackelt jetzt nochmal. Das kann jetzt noch einmal wehtun, dann haben sie es geschafft. Ja. Frau Bergmann? Genau. Hallo Frau Bergmann, ich bin der Pfleger Carsten, wir kümmern uns jetzt um Sie, ja? Gut, kommt ihr einmal mit in den Schockraum? Heidi, sagst du eben dem Arzt Bescheid? Ja. Füße zuerst? Füße zuerst. Sie sind der Ehemann? Ja. Darf ich Sie einmal bitten, draußen zu bleiben? Wir kümmern uns um Ihre Frau. Ich rufe Sie gleich rein, ja? Papa, der mich hier an. Hallo Annette. Helga hat einen Rückfall. Nein, Annette, setz dich jetzt gleich in Zug. Oh, nee, kein Regionalzug. Was? Wie es ihr geht? Das weiß ich doch nicht. Die ist jetzt gerade in diesem Schreckraum. Nina, die kann ich nicht erreichen. Geht nicht ans Telefon. Ich habe ihr eine SMS geschickt. Ja. Hallo, ich bin Schwester Heidi. Sie haben Schmerzen? Mhm. Können Sie mir sagen, wo? Am Rücken. Gut, dann legen wir erstmal einen Zugang. 1000er Jono und eine Kurzinfusion. 2,5 Gramm Novalgin. Und, Heidi, ziehen wir bitte 5 Milligramm MSI auf für eine fraktionierte Gabe. Sind bei Ihnen Allergien bekannt gegen Novalgin oder Metamizol? Ich weiß nicht. Gut, los. Hi Andrea, Hendrik hier. Hör mal, ich bräuchte mal deinen Rat und wenn du kurz Zeit hast, würde ich dir gerne eine Patientin vorstellen. Okay. Das ist eine 51-jährige Patientin mit bekanntem Bronchialkarzinom, die wir heute notfallmäßig aufgenommen haben. Der Tumor ist jetzt massiv metastasiert und die hat stärkste Schmerzen. Ja, sie ist im Haus bekannt in der Hämatologie und hatte auch zuletzt 2 Zyklen auch schon palliative Chemotherapie, die dann allerdings auswärts, die hat sie abgebrochen und jetzt 8 Monate später ist sie wieder bei uns aufgetaucht. Also der Frank hat sie sich angeschaut und sagt, bei dem massiven Progress in der kurzen Zeit sieht er keine Chance für eine weitere Chemotherapie. Ich habe Nina immer noch nicht erreicht. Max? Max? Was habe ich verbrochen? Nicht ans Telefon. Das
dass sich meine Knochen einfach auflösen. Aber um die Zeit. Also, ich habe ihr eine SMS geschickt. Ich stecke fest. Kann mich nicht bewegen. Hilf mir, Max. Fühlst du dich jetzt besser? Möchtest du einen Schluck trinken? Du trinkst zu wenig, Helga. Annette sitzt jetzt im Zug. Aber der hält natürlich wieder alle Nase lang. Gar nicht geguckt, ob es ein Intercity ist, einfach reingesetzt. Nina. Ja. Also sie kommt, sobald sie mit der Arbeit fertig ist. Ich habe noch etwas länger arbeiten müssen, weil sie am Mittag eine Stunde weg war. Ihr Brautkleid anprobieren. Ich streiche. Drücken. Drücken. Mach dir nicht so viel Sorgen. Das klappt schon ganz gut bestimmt. Wenn schwer wird, übernehme ich. Und du musst den beiden nur die Zeit geben, dass sie das verdauen können, was du ihnen sagst. Alles klar. Dann mal los. Frau Bergmann, wie geht's Ihnen? Die Schmerzen sind besser, aber Sie fühlen sich immer noch ein bisschen schwach. Ist das richtig? Darf ich Ihnen Frau Dr. Schmitz vorstellen? Grüße Sie, Frau Bergmann. Schmitz ist mein Name, ich bin von der Palliativmedizin. Grüße, Herr Bergmann. Dürfen wir uns gerade zu Ihnen setzen? Moment. Frau Bergmann, Sie sind heute mit starken Schmerzen zu uns gekommen. Wir haben Ihnen Schmerzmittel gegeben und Sie dann gründlich untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung sind jetzt da. Möchten Sie die erfahren? Es kann allerdings sein, dass Sie das sehr anstrengen wird. Die Ergebnisse der Untersuchung sind leider nicht sehr ermutigend. Was soll das heißen, nicht sehr ermutigend? Können Sie das vielleicht mal präziser formulieren? Wir haben ein CT des Thorax und des Abdomens gemacht. Und dabei ist rausgekommen, dass der Krebs leider gestreut hat. Vor allen Dingen die Wirbelsäule ist stark betroffen. Aber vor einem halben Jahr war doch noch überhaupt nichts an der Wirbelsäule. Und ist auf einmal stark betroffen. Frau Bergmann, der Dr. Vogt, der hat Ihnen gerade ein paar Informationen gegeben. Ich glaube, die machen Sie gerade sehr traurig. Hm? Heißt das, dass man nichts mehr für mich tun kann? Ich bin Palliativmedizinerin hier im Haus. Können Sie mit dem Wort Palliativmedizin irgendetwas anfangen? Palliativmedizin bedeutet, dass wir mit einem etwas anderen Blick auf Ihre Situation. Sie wirkt so traurig. Der Krebs steht nicht im Mittelpunkt, sondern das, was Sie belastet, was Probleme macht, was Ihre Lebensqualität beeinträchtigt. Was wirst du ohne mich machen, Max? Zum Beispiel die Schmerzen. Du brauchst doch jemanden, der für dich sorgt. Oder andere Dinge. Ich kann das jetzt nicht mehr. Du bist ein guter Mann. Kümmere dich um Nina. Dass wir diese Bitte. Lebensqualität verbessern, damit die Zeit, die ihm bleibt, auch eine gute Zeit für sie wird. Frau Bergmann, wenn Sie möchten, dann können wir Sie zu uns auf die Palliativstation aufnehmen. Ihr Mann und Ihre Tochter, ich habe gehört, Sie haben eine, können dort auch gerne mit Ihnen im Zimmer übernachten. Wie heißt Ihre Tochter eigentlich? Nina. Ja, übernachten wäre schön. Gut.
Wir würden Sie gerne so behandeln, wie Sie es wünschen. Deswegen möchte ich Ihnen gerne noch eine Frage stellen, die vielleicht für Sie etwas schwierig ist zu beantworten. Ist das in Ordnung für Sie? Wenn jetzt in diesem Moment Ihr Herz aufhören würde zu schlagen, was würden Sie wollen? Was sollen die Ärzte tun in einer solchen Situation? Ich möchte dann... Ich bin bei dir. Ich möchte dann Ruhe und keine Schmerzen mit. Es soll nichts gemacht werden, wenn ich gehe. Hallo, Frau Bergmann. Ich bin Schwester Susanne. Willkommen bei uns. Fabian, brauchst du Hilfe? Nee, geht, danke. Alles klar, bis später. So, Frau Bergmann, da rein wir schon. So, jetzt gerade genau. So, Vorsicht. Und stopp. Sehr schön. Was sein sollte. Einfach hier den roten Knopf drücken. Wir kommen dann sofort. Ich leg's hier neben ihn. Alles in Ordnung für den Moment? Jetzt gewöhnen Sie sich erstmal in die neue Umgebung. Herr Bergmann? Wollen Sie sich nicht auch einfach mal setzen? Hörst du mich, Max? Max. Ihre Frau können Sie dann später in die Schränke dort hinten einsortieren. Erinnerst du dich noch? Wirklich kommen sich persönlich vorstellen. Die Dolomiten. Der Geruch der Wiesen. Versicherungskarte von Ihrer Frau. Der leise Wind in den Haaren. Die Erschöpfung, als wir einen ganzen Tag lang gewandert sind. Und dann dieser wunderbare Geschmack des Bachwassers. Du hast Nina getragen, wenn sie nicht mehr laufen konnte. Erinnerst du dich? Max? Danke. Ach übrigens, vorne am Anfang von unserem Korridor, da ist unser Wohnzimmer. Da können Sie sich Kaffee holen, kalte Getränke. Können sich auch was zu essen warm machen, wenn Sie wollen. Aber das erkläre ich Ihnen dann später alles nochmal. Ich hole jetzt mal unseren Herrn Dr. Schulz. Hm? Hey. Hallo, Frau Bergmann. Ich bin wieder da. Ich habe den Tee mitgebracht, den Sie sich gewünscht haben. Ich muss mal eben den Teebeutel hier noch rausfischen, dann können wir sofort loslegen. Wir lassen das Kopfteil mal so, wie es ist. Ja, ich habe Angst, dass wir wieder Schmerzen provozieren. Versuchen Sie mal einen kleinen Schluck. Und was machen die nun gegen den Krebs? Abwarten und Tee trinken?
Das hilft ihr bestimmt nicht. Lena, nicht. Mama, du kannst dich doch nicht einfach hier hinlegen und abwarten. Du darfst dich nicht so einfach aufgeben. Die müssen doch was tun dagegen. Ich weiß, dass du Angst um mich hast. Ich habe jahrelang gekämpft. Aber jetzt ist es genug. Ich kann einfach nicht mehr. Du wirst ja bald heiraten und eine eigene Familie haben. Und du hast Papa. Er wird sich um dich kümmern. Wie viel Zeit? Ich meine, wann? Manche Menschen möchten genau wissen, was los ist. Andere wollen nicht so viele Informationen. Wie ist denn bei Ihnen? Ja, genau. Dem Kranken nur das erzählen, was er hören will. Ihn anlügen bis zum Schluss. Und Sie selber wissen gar nichts. Nina. Ich kann mir überhaupt gar nicht im Ansatz vorstellen, welche Schmerzen Sie gerade im Moment empfinden müssen. Und ich wünschte, ich hätte andere Informationen für Sie. Ihre Frage zu beantworten fällt mir wirklich sehr schwer. Auch als Arzt. Ich kann mich da im Grunde nur in Monaten oder in Wochen oder in Tagen ausdrücken. Bei Ihnen würde ich am ehesten von Wochen oder Tagen sprechen. Die Situation ist wirklich sehr ernst. Die nächsten 24 Stunden werden mehr Klarheit bringen und dann sollten wir uns auch auf jeden Fall in der aktuellen Situation zusammensetzen und nochmal neu sprechen. Okay. Morgen, Herr Bergmann. Morgen. Ich hätte einen Kaffee. Oh, gerne. Können Sie mir das Brötchen aufbewahren? Bis nach dem Rasieren. Wenn es dann noch da ist. Die Euro-Krise interessiert dich ja nicht wirklich, hm? Aha. Prinz Harry ist in Doncaster vom Pferd gefallen. Wo liegt Doncaster? In England, Helga. Ja, die machen da so merkwürdige Sachen. Die reiten und hauen mit Krückstöcken so einen kleinen Ball in ein Handballtor. Herz, was machst du denn für Sachen, Mensch? Hm.
Schau mal. Den hatte ich gerade frisch gemacht. Und den gleich in die Kühlbox gepackt. Den selbstgemachten Annette Spezialheringsalat. Den magst du doch so gerne. Krankenhausessen ist ja nie so dolle. Komm, nimm mal einen Happen. Beutest du doch mal den verdammten Fisch da weg. Du machst ja alles nur noch schlimmer. Nina, bitte. Deine Tante hat es nur gut gemeint. Hm? Bitte nicht streiten. Okay. Ich möchte gerne an die frische Luft. Ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Mit viel Sonne und wenig Wolken bei 25 Grad in Düsseldorf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordosten. Brauchen Sie auch? Im Laufe der Woche steigt. Nein, danke, schwarz. Morgen bis zu 27 Grad. Also für alle, die frei haben, habe ich auch nochmal die Gelegenheit, die Badesachen auszupacken. Hier kommt alles auf 2 Kilometer. Na, das ist ja praktisch. Cornelia Weigle. Hallo. Sie müssen Nina sein, die Tochter von Frau Bergmann. Ich habe sie schon gesucht. Gesucht? Frau Bergmann, ich bin Therapeutin hier im Krankenhaus und wollte Sie gerne kennenlernen, mal mit Ihnen reden. Glauben Sie, ich brauche eine Therapie oder was? Na, so würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen wollen. Aber Sie sind uns einfach genauso wichtig wie Ihre Mama. Kommen Sie, setzen wir uns und ich erzähle Ihnen etwas von meiner Arbeit hier auf der Station, okay? Schnell, sagst du. Also, die T-Shirts, Unterwäsche, den Morgenmantel und die Kamillenhautcreme. Die grüne Zahnpasta, ja und ganz wichtig, die Lesebrille. Ja, bitte. Damit ich in Zukunft selber lesen kann, wenn Prinz Harry in Dünkirchen vom Pferd fällt. Donkester, Schatz, Donkester. Und für mich bitte ein frisches Hemd, Annette. Hast du ja wieder nicht notiert, ne? Ach, Frau Bergmann, geht's raus in den Garten? Haben Sie unsere Tochter gesehen? Ja, die ist gerade bei Frau Weigle, malt ein Bild für Sie. Für mich? Ich muss doch mal los. Denkst du an... Ja, ja, Patientenverfügung. Im Sekretär, rechte Schublade. Tschüss. Warum hast du mir nie von der Verfügung erzählt? Du hättest es nicht akzeptiert. So... schwarz auf weiß damit konfrontiert zu werden. Helga, hör doch auf. Bislang ist doch immer alles gut gegangen. Dieses Mal ist es anders, Max. Du musst dich um Nina kümmern. Wenn... sie braucht dich. Pass schon auf. Versprochen. Ich will nicht, dass du stirbst.
möchte ich immer sehen. Spüren. Ich wollte, ich könnte an deiner Stelle gehen. Das wäre unfair. Würde ich ja übrig bleiben. Das könnte ich nicht. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie das ist, wenn du nicht mehr da bist. Ich schaff das nicht. Ich kann nicht mehr. Du musst loslassen, Max. Ich weiß, das Gehen schmerzt nicht so sehr wie das Bleiben. Sei stark, Max, wie du es all die Jahre warst.
sind hier bei Ihnen. Herrchen, ganz ruhig. Alles wird gut. Du hast geträumt. Ich bin hier bei dir. Ja, Max. Du bist da. Aber ich bin nicht mehr da. Du kannst mich nicht mehr halten. Der Meister soll nächste Woche verstärkt Physiotherapie erhalten. Die Schmerzsituation muss noch optimiert werden. Und Conny, guckst du noch mal nach der Ehefrau? Ja, mach ich. Gut, danke schön. Sorry, Leute, bin ein bisschen spät. Ja, hallo Christian, wie gut, dass du jetzt kommst. Hallo. Sorry. Ich wollte gerade anfangen, die Situation von Frau Bergmann zu besprechen. Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut. Ich habe gerade mit dem Gastroenterologen telefoniert, Andrea. Okay, dann stelle ich Frau Bergmann-Helga vor. Es handelt sich um eine 51-jährige Patientin, die ist verheiratet, hat eine 27-jährige Tochter vom Beruf her Altenpflegerin. Und an Vorerkrankung ist bei ihr bekannt ein nicht kleinzelliges Bronchialkarzinom. Jetzt auch sehr metastasiert, die ganze Wirbelsäule, die Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule im Schambeinbereich und ansonsten an Vorerkrankungen halt kardial vorerkrankt, Zustand nach Myokardinfarkt gehabt. Die Symptomlast bei Aufnahme, da habe ich sie halt kennengelernt, war im Vordergrund stehend der Schmerz auf der physischen Ebene und dadurch bedingt auch die Immobilität. Also sie ist eigentlich eine sehr agile Frau und hat jetzt eigentlich in den letzten Tagen nur noch im Bett gelegen, konnte sich nicht mehr herausbewegen. Ja, und psychisch eher depressiv gestimmt, aber sehr wohl zur Erkrankung im Bilde. Also sie nimmt eigentlich die Situation so an, wie sie ist. Ja, auf der sozialen Ebene muss man sagen, dass sowohl der Ehemann wie auch die Tochter stark psychisch belastet sind. Also nimmt es beide sehr mit. Und ja, der Ehemann ist sehr, sehr fürsorglich, also kümmert sich also rund um die Uhr, um die Patientin. Das ist sehr schön zu beobachten. Auf der spirituellen Ebene muss man sagen, sie ist römisch-katholisch und auch feststehend im Glauben, so gibt sie das an. Also wir haben jetzt mit der Morphin-PCA schon deutlichen Fortschritt. Also ihr geht es sehr viel besser. Die Symptomkontrolle ist deutlich besser jetzt. Aber sie ist unglaublich schwach und wird halt einfach immer schwächer. Unser Schlucken ist kaum mehr. Es ist halt sehr schade, dass wir jetzt so wenig Zeit haben, weil auch gerade die Familie und der Ehemann einfach noch auch noch Zeit braucht. Und, es hat sich jetzt über die letzten Tage wirklich noch mal einiges entwickelt. Ich habe gestern mit den Gastroenterologen gesprochen, die haben Ultraschall gemacht. Frau Bergmann hat wirklich eine volle Metastasenleber. Gleichzeitig hat sie jetzt über Nacht kaum noch ausgeschieden, ist im Grunde im akuten Nierenversagen. Das Billy ist total hochgeschossen. Ich war jetzt gerade bei ihr im Zimmer drin und ich muss sagen, also ich sehe die Patientin derzeit in der Konstellation wirklich in der Finalphase. So wie ich die Situation jetzt einschätze, haben wir da wirklich nur noch Stunden oder Tage, aber nicht mehr. Conny, was sagst du als Kunsttherapeutin dazu? Ich habe die Tochter von Frau Bergmann mehr oder weniger zufällig im Wohnzimmer kennengelernt. Nach anfänglichem Widerstand hat sie sich aber dann doch relativ schnell auf ein Gespräch mit mir eingelassen und sogar kunsttherapeutisch gearbeitet. Der Titel des Bildes ist Ausgeliefert. Und genau so fühlt sie sich. Ausgeliefert, genau wie ihre Mutter. Herr Paling, kennen Sie Familie Bergmann? Ja, die Frau Bergmann hat mich rufen lassen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, das war jetzt nicht ganz so, so im Sinn der Familie. Ich vermute so ein bisschen, die haben Sorge gehabt, wenn jetzt der Pfarrer kommt, kommt also der Tod. Hey Fabian. Hi. Wie läuft's bei Frau Bergmann? Ja, ist gerade ganz ruhig. Sitze gerade am SAP-Assessment.
kleine Atempausen haben wir und sonst keine Symptome. Die Familie ist auch gerade drin. Ist toll, wie die Schwester von der Frau Bergmann das macht. Okay, super. Dank dir. Tschüss. Ciao. Wir brauchen jetzt Ihre Hilfe. Kommst du mit Fabian hier? Ist jetzt gestorben. Mit Ihrem Einverständnis würden wir jetzt Ihre Frau und Ihre Mutter, Ihre Schwester in einer Waschung verabschieden und ihr die Kleidung anziehen, die Sie für angemessen halten. Aus unserer Erfahrung hat sich gezeigt, dass das den Angehörigen sehr hilft, mit ihrer Trauer umzugehen. Können Sie sich das vorstellen? Unsere Unterstützung. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere.
I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon, Krishna, go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love, rest my hand? So I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon, Krishna, go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love, rest my hand? So it's hoping I will not drown, or paralyze in life. And God send, I don't want to go to the sea. Ciao, Carlos, bis morgen. Tschüss, Fabian. Ciao. Extrem realistische Art und Weise zeigt diese dichten Alltag und die
Herausforderungen auf einer Palliativstation sowie die Trauer, Wut und Machtlosigkeit der Sterbenden und ihrer Angehörigen. Es gebe keine weitere Chance für eine Chemotherapie, lautet die fatale Diagnose. Von allem, der Ehemann von Heike Bergmann ist hilflos, möchte den nahen Tod seiner Frau nicht akzeptieren. Bisher ist doch immer alles gut gegangen. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich könnte an deiner Stelle gehen, sagt er in seiner Verzweiflung. Die Patientin selbst in ihrer Umgebung teilweise nur noch verschwunden wahrnimmt. Die gehörten Worte klingen dumpf und wenig verständlich. Heike Bergmann sorgt sich weniger um eigenen Tod, als vielmehr darum, wie ihre Mann und ihre Tochter Nina ohne weiterleben werden. Was wirst du ohne mich machen? Du brauchst doch jemanden, der für dich sorgt, denkt die Patientin an ihren Mann gerichtet. Zwar sagt sie diese Worte nicht aus, durch die Gedanken holt die Todkranke mehrmals ein. Der 55 Minuten lange Film dient von allem dazu, emotionale Eindrücke zu vermitteln. Während sich das Team der Palliativstation in Düsseldorf darin selbst spielt, werden die todkranke Frau und die Angehörigen, Ehemann, Tochter und Schwester, von Schauspielern dargestellt. So könnte ein Modell kreieren, bei dem keine Gefühle und ethische Grenzen verletzt würden und trotzdem eine hohe Authentizität der Begleitung im Film spürbar sein. Ein Ziel war, eine möglichst authentische Darstellung zu finden, sodass die Mitarbeiterinnen der Palliativmedizin und Hospizbewegungen sagen könnten: Ja, das stimmt. So sieht das aus, wenn jemand an gut Begleitender stirbt. Der Film verfolgt noch verschiedene Lernziele. Neben dem geeigneten Umgang mit den psychischen Belastungen der Sterbenden und ihrer Angehörigen und dazu gehört etwa die Übermittlung der schwierigen Nachricht, müssen auch noch die Studenten und Ärzte mit den Themen wie Schmerzen, Ethik, Patienten und Sterbewillen und der Sterbeverfügung auseinandersetzen. Doch es gibt nicht nur die Patienten. Die Ärzte müssen lernen, auch selbst mit der Belastung umzugehen, Menschen sterben zu sehen.